Gratuliere, Dame. Seit einem Jahr leiten Sie jetzt das Büro für Öffentlichkeitsarbeit in Los Angeles. Dann gehen Sie nach Washington. Und da bekommen Sie bestimmt Ihren ersten Stern. Danke, Sir. General Williams. Klingt gar nicht so übel, nicht wahr, Colonel? Ja, Sir. Ist. Ich komme schnell mal runter. Ich bin sofort wieder da. Hallo, ich bin Faith. Ah, ich bin Cheryl Dreyer. Ich wohne ein Stück weiter runter. Okay, wo kommst du aus her? Aus München. Also aus Deutschland. Oh Mann, das klingt ja echt exotisch. Ich war noch nie in Europa, aber ich war schon mal in Dallas. München ist nicht exotisch, aber eine schöne Stadt. L.A. wirst du super finden. Ich hoffe es. Und vor allen Dingen, die Jungs sind so süß hier, dass du durchdrehst. Ganz besonders Derek. Aber den kannst du nicht haben, der gehört mir. Oh, okay, kein Derek. Aber von den anderen kannst du haben, wen du willst. Danke. Esst ihr wirklich dauernd Sauerkraut? Ich hasse es. Ich dachte, das ist euer Nationalgericht. Hast du ein Hobby oder sowas? Am liebsten tanzen. Genau wie ich. Jazz und Rock. Was denn? Naja, ich höre so selten, dass eine Ballett tanzt. Ach so, verstehe. Aber weißt du, hier tanzt eigentlich niemand Ballett. Das ist einfach ein bisschen zu langsam. Verstehe, ihr seid hier immer voll in Action. Oh, heiße Nächte, heiße Jungs, heiße Tänze. Hey, wenn du meinen Tanzlehrer siehst, dann wirst du es verstehen. Ja. Hättest du nicht Lust, mal jemand vorzutanzen? Ja, sicher. Wo und wofür? Hey, du bist jetzt in Hollywood, Baby. Hier sind viele, die sich für Tänzerinnen interessieren.
für Filme, fürs Fernsehen. Und ich sag dir, das mit Jazz und Rock hast du in ein paar Wochen drauf. Na toll. Auf welche Schule gehst du eigentlich? Mount Springfield, das ist eine Privatschule, auf der bin ich auch. Ehrlich? Leute, darf ich euch meine neue Freundin vorstellen? Hey. Lass uns doch mal durch, ja? Das ist ja. So sind sie immer. Jungs, benehmt euch gefälligst nicht wie Gorillas. Ich hab gesagt, dass ihr alle zivilisiert seid. Face, darf ich dir heute Abend vielleicht den Pier zeigen? Ich würde nie am ersten Abend zum Pier gehen, aber vielleicht ins Kino. Aber jetzt muss ich leider zum Ballettunterricht. Nee, ich sag's euch, aus dem Stoff sind Stars gemacht. Talentiert und voller Hingabe. Keine Ahnung, was weiß ich. Ein Kleiner hat dem Großen was vor die Birne gehauen. Nein, nein, der Große dem Kleinen. Hat der Kleine dem Großen? Ich hab's doch gesehen. Hey, ist dir aus dem Schaufenster gesprungen? Was glotzt du denn so, hä? Ich hab nicht geglotzt, das ist eine Augenmuskelübung. Hey du, wenn du jetzt noch mit dusseligen Sprüchen kommst, dann kannst du dich gleich verabschieden. Oh Mann, Vorsicht, gleich holt sie ihre Kanone raus. Hat die Braut ihm zugezwinkert? Ja, ich würde sagen, sie hat. Wenn sie nochmal vorbeilatscht, werde ich ihr erklären, wie die Sache hier läuft, okay? Okay, au. Okay, eine kurze Pause, Kinder. Zuerst möchte ich ein neues Mitglied unserer Truppe vorstellen, Faith Williams. Heißt sie erstmal willkommen, okay? Sie ist aus Deutschland zu uns gekommen. Du hast zwar unsere Aufnahmeprüfung bestanden, Faith, aber ich glaube, alle würden gern sehen, was du so drauf hast. Gut, aber wenn ich es mit Musik machen könnte, wäre es einfacher. Na klar. Und ich brauche einen Partner. Vielleicht Martin, er war mit mir beim Vortanzen. Ja? Martin, würdest du mit dir tanzen? Danke. Wirklich schön. Wir freuen uns, dich bei uns in der Truppe zu haben. Okay, das war's. Vorwärts, machen wir weiter. Kommt, Leute. Da ist ja wieder unser kleines Schaufensterpüppchen, das so verrückt nach Jungs ist und ihnen zuzwinkert. Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Lasst mich durch. Habt ihr das gehört? Sie weiß nicht, wer wir sind. Du wirst uns schon kennenlernen, Süße. Du bist also scharf auf unsere Jungs. Was soll denn dieser Blödsinn? Du weißt schon, was wir meinen. Als du vorhin mal vorbeimarschiert bist, warum wollte denn da mein Freund Julio gleich wie ein Blöder hinter dir herdackeln, hä? Ja, warum wohl? Ich kenn Bräute wie dich genau, die sind auf jeden scharf. Du hast ja einen Knall. Ich habe also einen Knall, hä? Ich werde dir mal zeigen, wie das aussieht. Ihr wisst ja, wie es heißt. Man soll sich nie die Falsche aussuchen. Wiedersehen. Sie will mit Cheryl und ihren Eltern kurz mal nach San Diego. Das wäre doch nett. Wollen wir auf den Sprung nach Vegas, während sie weg ist? Ich weiß doch, wie scharf du darauf bist, mit deiner neuen Maschine den Jungfernflug zu machen. Ja, sicher. Und wir zwei würden mal wieder was unternehmen, nicht wahr? Also, ich find's toll. Aber eins ist hoffentlich klar. Keine Luftkampfmanöver. Ich weiß, schön geradeaus und schön langweilig. Wann soll's denn bei euch losgehen? Gegen 5:30, wenn Cheryls Vater von der Arbeit nach Hause kommt. Wir sind bestimmt eher in Las Vegas als ihr in San Diego. Ich rufe euch dann morgen an. Okay, du weißt ja, wir sind im Golden Casino Hotel. Alles klar, okay. Joanna, es kann losgehen. Hopp, hopp, mein Flugplan sieht vor, dass wir in 4 Minuten starten. Und du weißt ja, Flugpläne darf man nicht... Mach's gut, Süße, und viel Spaß. Danke. Wiedersehen, wiedersehen.
Alles klar. Kann sein, aber wenn wir es nicht machen, dann ärgern wir uns bis ans Lebensende. Film, wissen Sie? Na, ich weiß nicht. Filme, in denen sowas vorkommt, ich weiß nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Es war ein tolles Wochenende. Vielen Dank nochmal. Ich fand's auch super. Ach so, seit 5 Uhr morgens um 7:30 da. Wenn ich nochmal zu spät komme, werde ich standrechtlich erschossen. 7:30, keine Sorge. Wiedersehen. Unter dem strahlenden Blau des kalifornischen Himmels kommt Sky King. Verdammt nochmal, ich glaube, ich schaffe es nicht runterzukommen. Ich bin auf vollem Schub, verliere aber trotzdem Geschwindigkeit. Ist alles okay. Ja? Bin ich hier richtig bei William? Ja, wer ist denn da? Ihr Vater Colonel Robert Williams? Ja? Miss Williams? Faith Williams? Ja, wer sind Sie denn bitte? Ich bin Officer Brennan, Miss Williams. California Highway Patrol. Und was wollen Sie? Dürfte ich bitte reinkommen, Miss Williams? Sehen Sie durch den Spion. Ich zeige Ihnen Marke und Ausweis. Williams. Es tut mir schrecklich.
schrecklich leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber es gab einen Flugzeugabsturz in der Nähe von Big B. Und das Flugzeug ist auf Ihren Vater zugelassen, Robert Williams. Ist Ihnen etwas passiert? Sagen Sie mir bitte, was mit meinen Eltern passiert ist, bitte. Es hat niemand im Flugzeug überlebt und es wurden 3 weitere Personen in der Hütte, auf die Maschine gestürzt ist, getötet. Sie haben sich vielleicht bei den Flugzeugkennzeichen geirrt. Mein Vater war Kampfflieger. Ich wünschte, ich hätte mich geirrt, aber es ist nicht so. Doch Sie haben sich geirrt. Sie müssen sich irren. Es ist alles überprüft worden, Miss Williams. Denn es kann einfach nicht wahr sein. Sie sind nicht tot. Sie können doch nicht tot sein. Sie hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie können nicht tot sein. Sie können nicht tot sein. Sie hat gesagt, dass Sie sich nur etwas verspäten. Miss Williams, wollen wir noch irgendjemanden verständigen? Es wäre nicht gut, wenn Sie heute Nacht allein bleiben. Sie haben doch vielleicht einen Freund oder Nachbarn oder Verwandte, jemand, der vorbeikommen würde. Bitte, Miss Davis. Ich warte dann draußen. Bitte, setzen Sie sich. Miss Williams, ich bin Kate Davis. Ich bin die Abteilungsleiterin. Ich habe entschieden, diesen Fall persönlich zu behandeln. Sehr freundlich von Ihnen. Wieso kann ich nicht einfach bei Cheryl wohnen? Ich meine, Ihre Eltern sind einverstanden. Ja, das mag sein, aber bis jetzt sind Sie noch nicht offiziell als Pflegefamilie anerkannt worden. So etwas dauert Monate. Die Überlebenden, die bei dem Absturz auf der Hütte waren, klagen auf Entschädigung. Und was soll das bedeuten? Im Klartext? Ja. Das bedeutet, dass bis nicht alles geklärt worden ist, Sie keine finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Und da Sie noch nicht volljährig sind, sind Sie ein Mündel unter Amtsvormundschaft. Und was heißt das? Das heißt, dass der Staat für Ihr Wohlergehen verantwortlich ist. Und wir Sie bei Pflegeeltern unterbringen müssen, da Sie, wie Sie sagten, keine unmittelbaren Verwandten haben. Und wo ich lebe, kann ich mir nicht aussuchen? Nein, es tut mir leid. Aber ich möchte, dass Sie ganz genau wissen, dass ich hier bin, um Ihnen zu helfen. Also rufen Sie mich an. Und nur mich, falls Sie Probleme haben. So, jetzt lassen Sie uns sehen. Tja, ich glaube, das Beste wären für Sie die Winowskis. Stanley und Beatrice. Eine sehr nette Familie. Herein. Falls du noch mehr Platz brauchen solltest, dann wäre auf dem Boden die beste Möglichkeit dazu. Das haben die anderen auch immer so gemacht. Wie viele haben denn hier schon gewohnt? Tja, also bis jetzt waren es 14 und du bist die 15. Und wo sind die jetzt alle? Sie sind erwachsen. Irgendwann waren sie erwachsen. Oh. Ich hoffe, es wird dir hier gefallen. Stanley und ich, wir freuen uns, dass du hier bist. Danke sehr, Mrs. Winowski. Nenn mich Bea. Okay, Bea. Tja, dann werde ich dich mal auspacken lassen. Ach so, wenn du irgendetwas brauchst, dann ruf mich einfach. Danke sehr, das werde ich tun. Na, wie sind die Winowskis? Also bis jetzt sehr nett. Aber es ist einfach furchtbar, bei Fremden zu wohnen. Ja, klar. Das ist doch verrückt und sinnlos. Sing ja keine Opern, Bea. Bring mir endlich ein Bier. Du hast genug getrunken. Komm her ja nicht mit deinen üblichen Vorträgen. Los, gib mir ein Bier. Und ich sage, du hast genug getrunken. Ich hasse es, wenn du dich so aufführst. Du
wirst erst hier reinkommen und in deiner Hand will ich ein Bier. Mach schon! Ich finde deine Brüllerei widerlich, Stanley. Widerlich? Ich kann dir gern zeigen, wie es aussieht, wenn ich widerlich werde, du alte Zicke. Ich weiß ja nicht, mich noch einmal zu schlagen. Fäuste sind viel widerlicher als Worte, Bea. Also willst du, dass ich widerlich werde? Nein! Ich hab deine verdammte Meckerei wirklich satt! Stanley, zu dir! Stanley, zu das! Soll ich dir mal was sagen? Stanley wird von heute an nur das tun, was Stanley tun will. Kapiert? Ja doch, Miss Davis, er hat sie geschlagen. Haben Sie gesehen, wie er sie geschlagen hat? Nein, das nicht, aber ich hab's gehört. Faith, könntest du bitte einen Moment herkommen? Ja, bitte eine Sekunde. Faith. Du weißt doch, dass sich die Dinge manchmal schlimmer anhören, als sie sind. Aber ich weiß doch, was ich gehört habe. Du bist mitten in der Nacht aufgewacht. Vielleicht warst du ein bisschen durcheinander. Ich kenne die Winowskis schon sehr lange, weißt du, und wir haben schon viele Waisen bei ihnen untergebracht. Glauben Sie, ich lüge? Nein, natürlich nicht. Ich denke nur, dass die Sache nicht ganz so ist, wie du dir es vorstellst, verstehst du? Also, falls du irgendwelche Probleme haben solltest, dann ruf mich bitte an. Ich bin sicher, du wirst dich bei ihnen wohlfühlen. Und bitte glaub mir, du kannst mich immer anrufen. Klar, ich weiß. Danke. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Ja, danke. Du wirst dich schon einleben. Wir sind nicht reich, aber wir kommen irgendwie hin. Ich werde mich schon wohlfühlen. Also hör mal, wir geben dir $5 Taschengeld pro Woche, plus das Mittagessen in der Schule. Was ist mit meinen Tanzstunden? Denn was? Kate hat nie was von Tanzstunden gesagt. Tanzstunden? Ballettunterricht? Oh, junge Dame, wir wollen erst mal an das Notwendigste denken. Aber du kannst ja mal mit Stanley darüber reden. Bea, wo steckst du? Was gibt's zu essen? Abendessen gibt's erst um 7, Stanley. Wieso kommst du so früh nach Haus? Hab früher Schluss gemacht. Wie geht's unserer hübschen neuen Tochter? Es geht mir gut. Bevor meine Eltern den Unfall hatten, da habe ich getanzt, also ich hatte Ballettunterricht und ich möchte damit nicht aufhören. Ach, wirklich? Ja, ob das wohl möglich wäre? Wie viel? $90 pro Monat und... 90 Mäuse! Na ja, mal sehen. Vielleicht nächsten Monat. Entschuldigen Sie bitte, ich bin in meinem Zimmer. Was riecht hier so? Thunfischpfanne.
hasse sie. Ich hasse das alles. Meine Eltern, Kate Davis, die Wilowskis. Ich hasse einfach alle. Komm schon, das wird alles wieder werden, glaub mir. Irgendwann ändert sich alles. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie lange ich es bei den Wilowskis aushalte. Ist doch halb so wild. Komm schon, du bist in 3 Monaten 18. Was soll's? Ich weiß. Wie gefällt dir die? Die ist was für dich. Komm schon, du schaffst es. Die ist für sie. Ich hab die Schnauze voll, verstehst du? Gestrichen voll! Du solltest verdammter Saustall! Du setz dich, ich hol dir was zu trinken. Das würde ich dir auch raten, falls du überhaupt was zu trinken findest in diesem Saftladen. Unser Haus ist kein Saustall und auch kein Saftladen. Dieses Haus ist das, was ich sage. Und du machst es zu dem, was es hör ist. Doch auf, Face kann dich hören. Nein, nein, hör doch auf. Was glaubst du, wie egal mir das ist, was die kleine Prinzessin hört? Mich interessiert nur das Geld, was wir für sie kriegen. Halt den Mund, Stanley! Nur die werde ich mir vorknöpfen. Ich habe nämlich keine Lust, mir jeden Monat $100 Schmiergeld zu bezahlen. Obwohl diese Kate Davis ja ganz gut aussieht. Sie ist nicht so eine Mistzicke, wie du es bist. Aber wer weiß, ich bekomme ja vielleicht einen kleinen Gegenwert für meine $100 bei unserer kleinen Prinzessin. Was du weißt du? Hä? Prinzessin, es wird langsam Zeit, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Viel besser! Du lässt sie zufrieden! Prinzessin, ich meine das ernst, meine Süße! Hör nicht auf das, was die alte Tüte sagt! Na, wie gefällt dir das, Prinzessin? Beatrice Winowski. Wir haben ein großes Problem. Hey, wen haben wir denn da? Darf ich dich ein Stückchen begleiten? Ja, nun komm schon. Wohin willst du denn so eine? Hast du deine Zunge verschluckt? Hey, bleib doch mal eine Sekunde stehen, mein Mäuschen. Kuss, okay. Wir wären ein scharfes Paar. Ehrlich. Mach mich zufrieden. Hey, das kannst du nicht von mir verlangen, Mäuschen. Hier auf der Straße ist es einfach zu gefährlich für dich. Oh, hör zu! Ab heute bin ich dein Beschützer, ha? Hey, ich sag euch was, verschwindet einfach, lasst mich zufrieden! Hey, Süße! Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach weglaufen, das ist verdammt unhöflich! Das machen wir jetzt, ha? Sieht fast so aus, als müssten wir der Kleinen was über das Leben auf der Straße beibringen. Hey, komm schon! Los! Stell dich nicht so an! Hey, Julio! Das heißt Julio, Mann! Los, zeig dich! Wenn du sie nochmal anfasst, Julio, bist du Vergangenheit, kapiert? Tony? Für dich Anthony, okay? So, schmeiß den Kartoffelschäler weg. Her damit! Was ist los? Ist der Job, den ich dir gegeben habe, nicht gut genug für dich? Hast du so viel Zeit, mit Mädchen rumzuspielen? Nein, Mann, du siehst das nicht richtig. Ach, ich sehe das nicht richtig. Ja? Schaff diese Penner aus meinen Augen, bevor ich anfange, sauer zu werden. Na los! Okay. Wir sehen uns, Baby. Kommt, Jungs, wir hauen ab. Hey!
ja verstehen, dass du Angst hast. Aber es ist alles okay. Ich bin Anthony Corelli. Du kannst Tony zu mir sagen. All meine Freunde nennen mich Tony. Keine Angst, ich tue dir nichts. Ich hab dir geholfen, du hast mich doch gesehen. Hey, komm schon. Die Gegend hier ist nichts für dich. Ich werde dich woanders hinbringen, okay? Komm schon. Ich bin nicht so wie die. Wirklich. Komm schon. Komm. Wie kommt ein Mädchen wie du in so eine unfreundliche Gegend? Das ist eine lange Geschichte. Ach ja? Ich habe Zeit. Ich aber nicht. Was ist, halte ich dich vielleicht von irgendeiner wichtigen Verabredung ab? Hier. Setz dich, zieh die Jacke aus. Also, hast du auch einen Namen? Faith. Faith. Und dazu einen Nachnamen? Williams. Faith Williams, also. Tja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin Tony Corelli. Und wo wohnst du? Ich wohne drüben in... Ich weiß im Augenblick nicht so genau, wo ich wohne. Schon okay. Ausreißergeschichten wie deine gibt's haufenweise. Probleme mit deinen Eltern, hä? Nicht so, wie du es dir denkst. Hör mal, ich weiß, wie es ist, allein zu sein und Angst zu haben. Hab's kennengelernt. Aber hier bist du gut aufgehoben. Du bist bei mir. Warum warst du vorhin auf einmal da? Woher hast du gewusst, dass ich in der Klemme war? Du kannst einem echt Löcher in den Bauch fragen. Ich hab dich mit den Jungs gesehen und hab gewusst, dass sie dich nicht zum Tanzen einladen. Ich wollte ihnen den Spaß nicht gönnen. Warum haben die Angst vor dir? Angst vor mir? Ich war noch nie ein Freund von Julio. Eines Tages, als wir noch Kinder waren, da hat er seine Klappe ein bisschen zu weit aufgerissen. Naja, da hat er ein paar hinter die Löffel gekriegt. Und ich schätze, in all den Jahren, da hat er... Naja, er hat nie vergessen, wie weh das getan hat. Hör mal, ich kenne dich doch gar nicht. Hey, hey, hey. Immer mit der Ruhe. Willst du heute Nacht hier schlafen? Nein, ist nicht nötig. Ich habe eine Freundin. Nein, nein, nicht, was du denkst. Du kannst mein Zimmer haben und ich werde hier auf der Couch schlafen. Du kannst die Tür abschließen, wenn du willst. Du brauchst vor niemandem Angst zu haben. Nicht vor Julio oder mir. Ich gebe dir mein Wort. Ich bin gleich wieder da. Ich hole meine Sachen. Das ist meine Mutter. Sie ist vor 3 Monaten in Brooklyn gestorben. Es tut mir leid. Schon okay. Ich war in Brooklyn, bis ich 10 war. Warst du schon mal in New York? Nein. Das hat Mama gehört. Hör mal, ich habe morgen eine ganze Menge zu tun und du wirst ja sicher auch was vorhaben. Vielleicht sollten wir besser schlafen gehen. Ja, du hast recht. Danke. Hey, ist doch klar. Gute Nacht. Gute Nacht.
ist alles okay. Du bist bei mir. Wir müssen sie finden, bevor sie irgendjemandem irgendwas erzählt. Ich hab's ihm tausendmal gesagt. Verdammt! Warum haben sie mir nie gesagt, dass er gewalttätig ist? Weil sie sowas niemals wissen wollten. Das ist doch nicht wahr. Ich hab immer... Seit wann macht er das jetzt schon mit Ihnen? Naja, seit etwa einem Jahr. Wenn er nüchtern ist, würde er sowas nie tun und die Kinder hat er niemals geschlagen. Aber das ist nicht die Geschichte, die Face erzählen wird, oder? Wahrscheinlich nicht. Weiter! Ach, nichts. Los, kommen Sie, es kann doch nicht noch schlimmer werden, oder? Face könnte möglicherweise gehört haben, wie Stanley etwas erwähnt hat von der Provision. Also wirklich, wäre ich doch diesem Mistkerl niebe. Ich wollte doch immer, dass es den Kindern gut geht. Was wird aus mir, wenn das rauskommt? Ich werde gefeuert. Was sollen wir tun? Nichts. Nur passen Sie auf, dass dieser verdammte Idiot seinen Mund hält, hören Sie? Und was ist mit Face? Also zuerst mal muss ich sie finden. Und dann werde ich weitersehen. Hey, sei gefälligst ein bisschen leiser, hier schläft jemand. Guten Morgen. Morgen. Das mit dem Krach tut mir leid. Na, hast du ein bisschen weiter geplant? Klar, alles bis auf jede Sekunde. Hey, komm schon. Ich bin nicht neugierig. Ich hab keine Pläne. Ich hab gar nichts, wenn man es genau nimmt. Du hast mich. Und meinen Palast. Augenblick. Buongiorno, Antonio. Onkel Sal, was... Was ist los? Willst du deinen Onkel etwa vor der Tür stehen lassen? Nein, nein, entschuldige. Komm rein. Wie geht's, Onkel Sal? Grazie. Du hast gar nicht gesagt, dass du Besuch hast. Ich komm später wieder. Nein, nein, das ist schon okay. Komm rein. Komm, setz dich. Kann ich dir eine Tasse Kaffee oder sonst was anbieten? Es ist schon spät, Antonio. Ich habe schon zwei Tassen heute Morgen auf meiner Runde getrunken. Antonio, sag mal, willst du mich deiner Freundin nicht vorstellen? Oh, entschuldige bitte. Face, das ist mein Onkel, Salvatore Corelli. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich müsste mich mal mit dir unterhalten. Unter vier Augen. Würdest du uns vielleicht... Bitte. Setz dich. Wer ist diese Faith? Sie hatte gestern auf dem Sunset ein paar Schwierigkeiten. Du meinst, du hast sie aus Julios Fingern geholt? War er etwa bei dir, dieser Penner? Nein. Aber ich habe gehört, dass er verdammt wütend ist. Ach ja? Irgendwann kriegt er eine Menge Ärger. Antonio, wir können solchen Kinderkram jetzt nicht gebrauchen. Die Kolumbianer drängen sich mehr und mehr in unser Geschäft. Julio ist einer unserer besten Straßenverteiler, das weißt du. Ja, ich weiß. Und du bist ein wichtiger Mann für uns, Antonio. Hör zu, Onkel Sal. Ich werde die Sache in Ordnung bringen. Das ist nur zwischen mir und Julio. Es ist nichts Geschäftliches. Rein persönlich. Tony. Ich habe immer nur dein Bestes gewollt. Hör auf den Rat eines alten Mannes. Vermische nie Geschäftliches mit Persönlichem. Das bringt dich um. Und pass immer auf, Antonio. Dass du niemanden, der nicht zur Familie gehört, an dich heranlässt. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe im Auto ein Paket für dich. Gehen wir.
Mach's gut, Antonio. Dieses Mädchen gesehen. Nimm gefälligst deine Pfoten weg. Das Zeug gehört mir. Ich will doch nichts wegnehmen. Ich will Ihnen nur eine einfache Frage stellen. Das kostet eine Kleinigkeit. Für das bisschen mache ich noch nicht mal die Augen auf. Passen Sie auf, ein Foto ansehen kostet 20. Hier. Also, haben Sie dieses Mädchen schon mal irgendwo gesehen? Nicht die Spur. Wollen Sie dafür etwa das Geld behalten? Sie wollten eine Auskunft haben, oder? Und die Auskunft lautet? Die Kleine kenne ich nicht. Und jetzt nimm deine Quadratlatschen da weg, Süße. Entschuldigen Sie bitte. Möglicherweise können Sie mir helfen. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Göttliche. Haben Sie dieses Mädchen irgendwo gesehen? Wir haben hier ein süßes kleines Kätzchen. Sagen Sie einfach nur, ob Sie sie gesehen haben oder nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Beatrice? Hier Kate. Falls Faith sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich sofort an. Falls sie mit irgendjemand spricht, bevor ich sie finde, landen wir alle im Gefängnis. Im Gefängnis. Haben Sie verstanden? Im Gefängnis. Ich weiß was Besseres. Oh, halt. Ist das nicht mein kleiner Zuckerhase oder nicht? Hä? Das ist ein Zuckerhase. Genau. Hey, halt. Nicht noch weglaufen. Suchst du vielleicht einen Job? Komm, hör mal, pass auf. Ich habe genau den richtigen Job für dich. Ich sag dir, mit mir kannst du die ganz große Kohle abräumen. Die ganz große Kohle, ehrlich. Na, Baby, wie hört sich das an? Lass mich zufrieden. So läuft das nicht. Wenn du glaubst, dass du mit Julio machen kannst, was du willst, hast du dich geschnitten. Okay, ich zeig dir jetzt, was du mit Julio machen kannst. Ja. Ich weiß, wie dir das gefallen wird. Face, los, steig ein. Hey, Julio. Hm? Ja, du, komm her. Wird Zeit, dass wir beide uns mal unterhalten. Auf dem Dach, um Mitternacht. Vergiss nicht zu kommen. Okay. Lass deine Drecksgriffe von der Kleinen. Das dir? Ja, ich habe gedacht, sie würde da vielleicht gut aussehen. Wo hast du die her? Aus Deutschland. Ich habe sie von meinen Eltern zum 8. Geburtstag bekommen. Sind die noch in Deutschland? Nein, sie sind tot. Tut mir leid. Hat Toni dir irgendwas von sich erzählt? Ich meine, dass seine Eltern auch tot sind. Sein Dad ist gestorben, als er 10 war. Und seine Mutter... Ich weiß. Joey, ich würde gern wissen, womit Toni sein Geld verdient. Er ist Geschäftsmann. Er arbeitet für Onkel Sals Firma. Verstehe.
spät. Lass mich durch, Kinder. Na, wie ist es heute gelaufen? Ja, gut, alles okay. Ich habe von den Pizzaboys erfahren, dass wir allein über die Buchmacher über eine Viertelmillion reingeschaffelt haben. Klingt gut. Damit können wir alle zufrieden sein. Und wie geht's, Alessandra? Hervorragend. Ihr und ihrem Jungen geht's hervorragend. Gut, Verein, bestell dir einen Gruß von mir. Mach ich. Danke, Toni. Hör zu, Dom. Ja? Ich brauche heute Nacht deine Hilfe. Das, was du willst, das weißt du, Toni. Worüber wolltest du plaudern, hä? Anthony. Für dich, Mr. Corelli, verstehst du? Du bist der Boss. Boss. Glaubt ihr, ich lasse mich von euch verarschen, Jungs? Hey, Dom, Richie, Al, ich glaube, ihr wollt meinen Freund Julio begrüßen. Okay, ihr Schmalzaffen. Schwört ab und lasst die beiden reden. Verschwendet! Hey! Ich weiß wirklich nicht, was ich mit dir machen soll, Julio. Wolltest du eine Apfelsine schälen? Oder wolltest du mich ein bisschen pieken? Oh Mann, das war doch eine Selbstverteidigung, Mann. Ich hab solche Angst. Vor wem? Dem Mädchen? Ich schlage vor, dass du dir mal eine andere Tour überlegst, hm? Morgen. Morgen. Du hast dich gestern Abend mit meinem Cousin Joey gut unterhalten, habe ich gehört. Ja, er ist sehr nett. Er sagt, dass du in ein paar Wochen mit der Highschool fertig bist. Ja, normalerweise. Ich weiß nur nicht, ob ich es jetzt noch schaffe. Warum? Ich kann nicht mehr auf die Mount Springfield gehen. Ich habe kein Geld. Und wie sieht's mit einer staatlichen Schule aus? Zum Beispiel die Hollywood High? Ich mach dir einen Vorschlag. Wir fahren kurz mal rüber. Was meinst du? Das geht nicht. Wieso? Das geht nicht. Das ist alles. Okay, okay. Reden wir später drüber. Mhm. Hör zu, ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Ich bin ein paar Stunden wieder zurück, okay? Okay? Und geh bitte nicht wieder ohne mich auf den Sunset. Bitte. Alles klar. Entschuldigen Sie. Einen Moment, bitte. Ja? Tag. Mein Name ist Anthony Corelli. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie, ich habe hier eine Cousine, Faith Nicola. Sie ist aus New York gekommen und sie möchte gerne ihr letztes Schuljahr hier machen. Mr. Corelli, wir brauchen zuerst Ihre Zeugnisse und Ihre Impfbescheinigungen, bevor wir Sie annehmen können. Worum geht's denn, Miss Hill? Ich habe eben versucht, Mr. Corelli zu erklären, dass wir zuerst mal die Zeugnisse und die Impfbescheinigungen für unsere Akten brauchen, bevor wir jemanden aufnehmen können. Schon in Ordnung, Miss Hill. Ich bin sicher, Mr. Corelli wird alles Nötige beibringen. Wären Sie so nett, schon alles vorzubereiten? Kein Problem. Ich hole dann ein Anmeldeformular. Danke, Angie. Keine Ursache. Für dich immer. Ich nehme an, es geht um das Mädchen, das zurzeit bei dir wohnt. Ja, genau. Komm doch kurz in mein Büro, bevor du gehst, okay? Mach ich. Es gibt da eine Lady in der Sozialfürsorge, Kate Davis, die unglaublich scharf darauf ist, Faith zu finden. Sozialfürsorge? Zuständig für Waisenkinder. Ich nehme an, sie wird Faith irgendwo untergebracht haben. Und was will sie von ihr? Sie wird versuchen, sie wieder bei irgendwelchen Pflegeeltern unterzubringen. Thank you.
Ein Tanzer, hm? Entschuldige. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch eine gute Idee. Aber wenigstens solltest du mich zusehen lassen. Ich meine, wenn ich von den Saal und die Musik zur Verfügung stelle. Das tue ich gern. Lass mir nur noch ein bisschen Zeit. Kennst du eine Frau namens Kate Davis? Wen? Kate Davis. Ich schätze, du kennst sie. Sie ist die, die mich bei der Pflegefamilie untergebracht hat. Ich gehe da aber nicht wieder hin. Dieser Stanley wollte mich verprügeln, wie er es jede Nacht mit seiner Frau macht. Sag mal, spinnt diese Kate Davis? Warum bringt sie dich bei solchen Leuten unter? Sie glaubt nicht, dass er seine Frau schlägt. Aber wenn er zu viel getrunken hat, dann... Wie in der Nacht, als du weggelaufen bist, ja? Er ist absolut widerlich. Und er hat auch gesagt, dass er es langsam satt hat, Kate jeden Monat $100 Schmiergeld zu zahlen. Ach, Schmiergeld. Kein Wunder, dass sie dich unbedingt finden will. Ich kann also nicht zur Schule gehen, sonst findet sie mich. Warte mal, wenn ich euch was beibringen soll, dann müsst ihr zuhören, klar? Okay. Okay. Also, wenn ihr wollt, dass Kopfhörer oben ist, dann müsst ihr die Münze so hinlegen. Das ist doch nicht ehrlich, Lester. Ja, aber nur wenn du erwischt wirst, sonst nennt man das Erfindungsreichtum. Eine amerikanische Tradition. Ja! Der Unterricht ist für heute beendet, Kinder. Gerade ist mein Traumschiff eingelaufen. Na, sowas. Und wieder einmal sieht es so aus, als hätte das Schicksal sie in meine Arme getrieben. Sparen Sie sich den Quatsch. Ich wünsche jetzt eine Antwort. Wo ist das Mädchen? In guten Händen. Sie sollten jetzt gut nachdenken. Ich kenne da jemanden in der Gefängnisverwaltung. Und dieser jemand hat mir erzählt, dass sie für ein Weilchen Gast in einem seiner Häuser waren, weil sie sich das Klauen nicht abgewöhnen konnten. Und dann sagte er noch das Zauberwörtchen Bewährung. Für 20 bekomme ich die richtige Antwort. Für die falsche Antwort wandern Sie sofort wieder in den Knast, haben wir uns verstanden? Mann, oh Mann, heute sind Sie aber mächtig zickig. Ich warte. Okay, okay, ich weiß was über die Kleine. Sie will Ihnen aber nicht begegnen. Ich weiß noch was. Es gibt da so ein Gerücht, dass wenn die Kleine sich entscheidet, ein bisschen zu plaudern, Sie ein Zimmer direkt neben mir kriegen würden, in diesem Staatshotel, Baby. Wo ist sie? Wissen Sie, hier auf der Straße geht das so schnell, dass ich gar nicht genau weiß, wo ich zuerst hingucken soll. Oh. Hey, Zuckerstückchen, ein herzliches Hallo an den Knastkumpel. Vielleicht darf er Sie ja wegschließen. Oh. Hey, Tony, die 20 konnte ich leider nicht abschnappen. Die Braut weiß gar nichts. Aber niedlich. Ich würde mit dir duschen. Du vermisst das Tanzen, hm? Habe ich recht? Ja, wirklich. Ab morgen kannst du auf die Hollywood High School gehen. Ich sagte doch, das geht nicht.
Kate Davis kannst du vergessen. Die wird dich nie wieder belästigen. Danke für die Blumen und danke für alles. Gern geschehen. Diese Schule ist nicht so wie die, die du kennst. Hier geht's ziemlich rau zu. Das hat Toni mir gesagt. Versuch dich aus allem rauszuhalten und lass die Finger von Drogen. Dann schaffst du's. Klingt sehr erfreulich. So, da wären wir. Physik und Naturwissenschaften. Das sind meine Lieblingsfächer. Viel Glück. Danke. Mrs. Torelli? Telefon. Wollen wir dich abnehmen? Und? Wie ist er? Naja, er sieht gut aus. Ist Italiener. Und sehr nett. Aha. Und du lebst mit ihm zusammen? Also so würde ich das nicht nennen. Er schläft auf dem Sofa im Wohnzimmer und ich habe das Schlafzimmer. Klingt wahnsinnig romantisch. Hast du dich verliebt? Ich weiß nicht. Bis gestern war er mehr wie ein großer Bruder. Aber naja, jetzt empfinde ich etwas anderes. Oh, das klingt ja wie ein Traum. Du könntest ein bisschen Geld gebrauchen, hm? Ja. Ich wüsste da was für dich. Möchtest du in einem Film mitspielen? Was? Naja, sie machen da ein Vortanzen für einen Tanzfilm und ich habe dich angemeldet. Und was verlangen die? Rock natürlich. Was meinst du mit, du hast mich angemeldet? Willst du denn nicht vortanzen? Ich fresse das Pech mit Löffeln. Ich habe mir gestern beim Turnen wieder das Knie angeschlagen und der Arzt sagt, ich darf 2 Wochen lang nicht tanzen. Da werde ich bei der Sache eben deine Trainerin sein, okay? Ich tanze Ballett. Komm einfach hin. Dienstag, 16.30 Uhr in der Mount Springfield Aula und sei ja pünktlich. Ich reserviere für dich einen Platz in der Schlange. Du bist verrückt. Verrückt? Bin ich etwa diejenige, die mit 17 mit einem italienischen Lover zusammengezogen ist? Ich bin nicht die Verrückte. Ich habe gehört, du hast dich wieder mit Julio getroffen. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Du solltest dir das mit der Augenklimperei abgewöhnen. Ich erfahre alles. Dann erfährst du was Falsches. Kleine Mafiaschlampe. Julio hat ein Loch in der Hand und das deinetwegen. Was? Dir werde ich schon zeigen. Nein! Lass dich auf! Noch nicht mal einen Tag bist du hier und schon haben wir Schwierigkeiten mit dir. Tut mir leid. Nun zu dir. Das ist schon das 3. Mal in diesem Monat. Ich sollte euch beide rauswerfen. Ich gehe mal kurz nach nebenan, um zu telefonieren. Und während ich weg bin, solltet ihr beide rausfinden, wie ihr miteinander umgehen wollt. Tut mir leid, aber du hast angefangen. Was, ich? Du hast angefangen, Julia schöne Augen zu machen. Nein, er ist hinter mir her. Ich will nichts von ihm. Oh, ist er etwa nicht gut genug für dich? Ich habe andere Interessen. Okay, okay. Wenn du wirklich nichts von ihm willst, dann könnten wir ja vielleicht... Hey, ich fänd's toll, wenn du mit Julio bis an euer Lebensende glücklich wärst. Ah. Fein. Es gab ja wenigstens keine Prügelei. Das ist ja ermutigend. All right.
Danke, Luigi. Du kannst jetzt gehen. Ein Drink, Tony? Nein, danke. Tony. Wie geht's, Onkel Sal? Antonio, setz dich bitte. Okay, was gibt's denn so Wichtiges, Onkel Sal? Tja, also, mir sind ein paar beunruhigende Dinge zu Ohren gekommen. Was meinst du? Na ja, dass du mich enttäuschen könntest, Antonio. Dass du ungehorsam gewesen bist. Hast du doch. Hab ich nicht. Hast du doch. Nein, hab ich nicht. Das habe ich dir tausendmal gesagt. Willst du was trinken? Klar. Wo ist dein Vater? Mein Vater ist bestimmt hinten. Da darf ich nie hin. Was macht er denn da? Ich weiß nicht. Geschäfte. Meistens trifft sich Geld da mit irgendwelchen Männern. Mit dir, verstehst du? Toni, ich gehe jetzt lieber. Bis später. Seit deines Vaters Tod sorge ich für dich, als wärst du mein Sohn. Und dafür tust du mir das an? Okay, es tut mir leid. Es tut dir leid? Julios Umsatz ist um 30% zurückgegangen, weil du ihm eine Lektion erteilt hast. Es tut dir leid. Du bist raus aus dem Geschäft. Du bist eine Gefahr für uns alle geworden. Tut mir leid, Antonio. Gehen wir. Es tut dir leid, ja? Mir tut es auch leid, Antonio, aber es geht ums Geschäft. Deinetwegen muss ich Julios Leuten und den anderen extra Prämien zahlen, damit sie wieder anständig arbeiten. Ich bieg das wieder hin, Onkel Sal. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich gebe dir mein Wort. Gut. Hey, noch eine Sache, Antonio. Was? Ich möchte, dass das Mädchen verschwindet. Sie stiftet Unruhe. Hast du mich verstanden, Tony? Ja, natürlich. Und enttäusch mich niemals wieder, hörst du? Selbst dein Sohn hat nur zwei Chancen. Nie wieder. Ich mach ihn fertig. Vergiss es, Tony. Ich weiß, dass er es war, dieser verdammte Mistkerl. Hey, es ging ums Geschäft und es ist verdammt lange her. Er war mein Vater. Und dieses Schwein hat ihn getötet. Hat Onkel Sam nicht immer gut für dich und deine Mutter gesorgt? Also hör auf, so einen Quatsch zu reden, Tony. Seinetwegen konntest du in der Familie viel schneller als jeder andere aufsteigen. In ein paar Jahren bist du bestimmt ganz oben. Du wirst vielleicht sein Nachfolger. Ich mache ihn fertig und du wirst mir helfen. Oh, komm, Tony, das ist verrückt, was du da redest. Bist du dabei oder nicht? Du weißt, dass ich alles für dich tun würde. Aber das ist echt bescheuert. Was ist denn das für ein Gefühl, das Spielzeug von Tony zu sein? Ich bin nicht Tonys Spielzeug. Ach nein. Vielleicht Tonys kleine Ratte? Wir sollen dir was ausrichten. Von Julio. Sag, dass du ihm gehörst. Dass er dich kriegen wird. Wann und wo er will. Kapiert? Und dass du aufhören sollst, zicken zu machen. Ah! Du hast die Wahrheit gesagt. Besser du verschwindest. Glaubst du denn, ich merke nicht, dass du Nacht für Nacht weg bist? Und glaubst du, ich hätte das mit Julios Hand nicht gehört? Das geht dich überhaupt nichts an. Ach, so ist es also. Ja, genau so ist es. Sag mir, was du tust, Toni. Und erzähl mir bitte nicht, du wärst Geschäftsmann. Ich kann dir das nicht so einfach erklären. Kannst du nicht oder willst du nicht? Thank you.
Wann bist du wieder da? Spät. Wie spät? Ich muss zuerst mal zu einem Vortanzen. Und danach werde ich mir vielleicht einen Job suchen. Job suchen? Was für einen Job meinst du? Da du ja nach allem, was ich so höre, scharf drauf bist, dich umbringen zu lassen, fange ich langsam an, mich darauf vorzubereiten, wieder allein zu sein. Hör zu, ich würde dir ja gern sagen, was los ist, aber... Ja, ja, ich weiß, du kannst mir nicht vertrauen. Ich verstehe das. Es ist scheußlich, aber ich verstehe es. Bis dann. Ja, Wiedersehen. Was würdest du mir raten, ne? Tja, schwierige Frage. Du bist ein anständiges Mädchen, verstehst du? Ja, wir werden sehen. Ich lass mich von Ihnen nicht voll quatschen. Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie alles tun, um nicht wieder in den Knast zu kommen? Also ich will das Mädchen und Sie wissen, wo sie ist. Okay, Lady, heute ist Ihr Glückstag. Ich habe gehört, Sie wohnt bei Anthony Corelli. Haben Sie schon von der Bassaro-Familie gehört? Tony ist ein fetter Fisch bei denen. Und wo finde ich diesen Mann? Er ist hier. Okay, ich übernehme das, Lester. Gehört dir. Mr. Corelli, ich höre, dass Sie ein Mündel unter Amtsvormundschaft beherbergen. Das Mündel hat einen Namen. Der Name ist Faith. Ja, Faith Williams. Ich will Sie wiederhaben, hören Sie? Ach, wirklich? Hören Sie gut zu, Miss Davis. Während Sie auf der Suche waren, habe ich mich mal nach Ihnen erkundigt. Sie waren ziemlich ungezogen. Ich meine, wissen Sie nicht, dass Provisionen illegal sind? Sie haben ja wirklich eine blühende Fantasie, Mr. Corelli. Ach ja? Ich bin sicher, Ihr Boss, Mr. Brown, der übrigens ein alter Angelkamerad meines Onkels ist, der wird das sicher nicht für blühende Fantasie halten. Sagen Sie, wollen Sie mir etwa drohen? Sie kapieren schnell. Zufälligerweise essen die zwei morgen zusammen. Und wenn ich Sie wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, dann würde ich nicht im Büro sein, wenn Ihr Boss zurückkommt. Sie erlauben doch, das gehört einem Freund von mir. Das Leben ist hart, was? Oh, Bargeld. Danke. Entschuldigen Sie mich bitte. Eine Runde für alle. Ihr trinkt doch Wasser, hä? Dein wunderbarer Ritter ist also vom Pferd gefallen. Das ist nicht witzig. Sie werden ihn vielleicht töten. Es wird ihm schon nichts passieren. Jetzt hör auf, an sowas zu denken. Konzentrier dich aufs Tanzen. Diese Mädchen sind alle so gut. Die sind nicht halb so gut wie du. Aber ich kann Jazz nicht so gut tanzen wie die. Ich schwöre, die werden sich totlachen über mich. Als Nächste bitte Faith Williams. Ich kann nicht, Cheryl. Oh doch, du kannst. Los, raus jetzt. Einer schleimigen Ratte von Boss, dass er nie wieder mit jemandem redet ohne meine Erlaubnis. Hast du kapiert? Nicht mit meinem Onkel oder sonst jemandem. Ja, klar, Mann. Ich sag's ihm. Werd nicht komisch, ja, du Arsch! Noch hab ich das Sagen hier und solange funktioniert ihr. Du gehörst mir. Das solltest du nie vergessen. Eines Tages, Mann. Da wird Schluss sein mit deinen guten Beziehungen und dann sind wir da und warten. Dann kannst du bis in alle Ewigkeiten warten. Hey, dein Onkel hat uns gesagt, dass du die Kleine in die Wüste schickst. Ich bin sicher, dass meine Jungs die Arbeit gern für dich übernehmen würden. Nein, aufhören, aufhören, Toni, du bringst ihn ja um! Steh auf! Steh auf! Das Mädchen hat dir gerade das Leben gerettet. Und du kannst Julio was von mir ausrichten. Du sagst ihm, wenn er noch einmal versucht, dich mit mir anzulegen, dann ist er tot. Und du auch. Und jetzt verschwinde aus meiner Wohnung. Raus!
Face, das mit der Porzellanfigur tut mir leid. Ich werde dir eine neue kaufen, okay? Kannst du die kaufen, die ich von meinen Eltern bekommen habe? Kaufst du mir auch ein Foto von meinen Eltern? Tust du das, Toni? Tust du das? Oder hast du zu viel damit zu tun, dich zu prügeln, zu töten und dich zu rächen? Wer will mich noch mal sehen? Na, die vom Vortanz. Der Produzent will dich morgen noch mal sehen. Du meinst... Ich meine, die haben dich toll gefunden und du kriegst die Rolle. Ich hab dir doch mal von dem Tanzschuppen auf dem Dach erzählt, oder? Wir treffen uns in einer Stunde. Beeil dich. Aber... Bis nachher. Große Freude aus. Ich habe mich gerade furchtbar mit Toni gestritten. Lass uns später drüber reden, ja? Okay, jetzt haben wir zu arbeiten. Alles klar? Ich würde auch gerne so tanzen können wie die. Okay, dann versuch's. Also ich war's wieder, ja? Red nicht, tanz lieber. Okay, sie gehört zu mir. Vielleicht hängt sie ihre Nase irgendwo rein. Sie muss weg, das macht keine Sache. Hey, du kannst mir viel erzählen. Kümmer du dich um deine Angelegenheiten. Das mit dem Mädchen will ich schon klarkriegen.
Also, ihr Süßen. Gute Nacht. 6, 7, 8 und 1, 2 und 4, 5, 6 und 7, 8 und 1, 3, 4, 5, 6, 7, drop und 1, 2, gut und 4 und 5 und 6, 7, 8 und 1. Gut, okay, das war's erstmal fürs Ensemble. Ihr könnt Pause machen, war wirklich gut. Wie ihr wisst, suchen wir ja immer noch eine Solistin. Zuerst mal sehe ich mir Johnston an und Williams. Hör auf, was soll ihm denn passieren? Er ist doch kein kleines Kind. Ja, mal klein, aber es macht mich verrückt. Ich habe das Gefühl, dass er in Gefahr ist, verstehst du? Ich mache mir ernste Sorgen. Er ist eigentlich genauso verrückt nach dir, wie du nach ihm? Ich weiß es nicht. Manchmal glaube ich's, ja. Und dann weiß ich wieder gar nichts. Ist das nicht zum Verrücktwerden? Williams? Ja? Williams, du bist dran. Okay. Sie waren wunderbar. Der Regisseur hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass er noch ein paar Fotos von seinem neuen Star braucht. Also kommen Sie noch mal raus, ja? Okay. Ich gratuliere. Danke sehr. Alles Gute zum Geburtstag. Woher weißt du, dass ich Geburtstag habe, Toni? Sowas weiß man eben. Mach's doch auf. Ich wollte es dir nicht sagen, weißt du. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dasselbe Geschenk zweimal zu kriegen. Hey, halt.
Ich habe was Zerbrechliches unter meiner Jacke. Mach die Augen zu. Mach sie wieder auf. Ich liebe dich auch. Und ich verspreche dir, dass alles anders wird. Ich muss nur noch eine Sache erledigen, hörst du? Und dann ist alles vorbei. Was ist dann vorbei? Das erzähle ich dir morgen. Wir sehen uns dann zu Hause, okay? Ich will aber mitkommen, Toni. Nein, das geht nicht. Tut mir leid. Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Und ich werde dich jetzt nicht einfach gehen lassen. Auf keinen Fall. Ich komme mit dir, Toni, okay? Tu mir einen Gefallen. Warte hier. Nein, ich komme mit, Toni. Joey sorgt dafür, dass sie hier bleibt. Pass auf dich auf, okay? Bitte bleib hier. Wo will er denn hin? Was hat er vor? Hör auf, dir Sorgen zu machen. Er wird es dir später erklären, okay? Ganz ruhig. Dass du heute Nacht eine kleine Überraschungsparty für mich geplant hast. Vorwärts! Beweg dich! Bleib stehen! Komm hier nicht zu nah! Wirf deine Kanone über Bord! Tu, was ich sage! Wirf sie weg! Ist der Stoff? Die 50 Kilo liegen gut verstaut da, wo sie hingehören. Du bringst mich echt zum Lachen. Glaubst du wirklich, dass du damit durchkommst? Hey, Kleiner, ich bin nicht so alt geworden, weil ich dämlich bin, verstehst du? Ich habe einen kleinen Tauschhandel arrangiert, ganz in der Nähe des Hafens. Ich gebe denen den Stoff und deine Leiche, mein Junge. Und dann trete ich eine Vergnügungsreise an, nach Ensenada. Nein, das wirst du nicht. Halt dich auf! Warum, Arthur? Das fragst du noch? Er war mein Vater. Ich weiß genau, dass du es warst, der ihn damals umgebracht hat. Was redest du für einen Quatsch? Er war mein Bruder. Ich habe ihn geliebt. Das Einzige, was du je geliebt hast, war Geld und Macht. Ich habe dich geliebt wie meinen eigenen Sohn. Wie einen Sohn? Ich habe einiges über dich herausgefunden. Der Mord an meinem Vater war nicht von der Familie geplant worden. Es war allein deine Idee, das weiß ich. Er hätte das Geschäft kaputt gemacht. Es ging nicht anders. Es war nichts Persönliches, Antonio. Okay, drück ab. Toni! Oh!
ist okay. Oh, alles okay, wirklich? Ja, alles okay. Oh Gott, ich kann es noch immer nicht glauben. Oh Gott, ich hab gedacht, du wärst tot. Oh, Toni. Hey, alles okay? Alles klar, Jungs, nichts passiert. Ich war fast verrückt vor Angst. Toni, Don Bassaro will dich sprechen. Toni, komm schon. Toni. Faith, sag mir doch, lass ihn einen Moment allein. Geht, Toni. Komm, alles in Ordnung. Schon gut. Ja, hier, Toni. Ich weiß, was passiert ist. Es musste sein, Sir. Ich werde die Konsequenzen tragen. Er hat meinen Vater getötet. Wir haben heute Nacht Millionen verloren, Antonio. Aber es war Salvatores Schuld, nicht deine. Heute Nacht hast du erfahren, warum wir unseren Kodex haben. Wenn er gebrochen wird, gibt es einen Sturm, der niemals aufhört. Der Wind ergreift alles. Was wir aufgebaut haben, wird zerstört. Die Rechnung ist nun beglichen, Antonio. Ich weiß, dass du deine eigenen Wege gehen möchtest. Nun gut, Antonio. Ich erlaube es dir. Geh und tu, was du willst. Danke, Sir. Ich muss mit Ihnen reden. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu reden. Das war zwischen mir und meinem Onkel. Also hören Sie, ich... Der Commissioner ist am Apparat. Ja, ich komme. Ich liebe dich, Toni. Ich liebe dich auch. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Das Drama kommt zur Mittagsstunde. Sehen Sie Seilbahn des Schreckens, einen packenden Katastrophenthriller, der Sie jede Sekunde an den Bildschirm fesseln wird. Das Leben von 7 Menschen hängt an einem brüchigen Drahtseil 400 Meter über dem Abgrund. Wenn Sie wissen wollen, ob das Seil hält, bleiben Sie dran. Seilbahn des Schreckens, Teil 1, in wenigen Minuten, nur hier bei RTL.